und wir sehen uns im nächsten Part wieder. So, bis klar. Meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Cäsar 4. Wir sind wieder da, wir sind wieder hier und natürlich hat es geklappt. Ich habe alle meine Dinge erledigt und wir können uns jetzt komplett auf das Spiel konzentrieren. 4000 Denari sind noch übrig, es werden noch weitaus mehr. Und ich hoffe natürlich, dass die Arbeitsplätze völlig in Ordnung sind. Hier auf jeden Fall. Da könnte man noch ein bisschen was tun für unsere Equities, die noch weiter Arbeit haben wollen. Suchen wir auch immer. Dementsprechend bauen wir jetzt auch unser Kolosseum. Wir haben die Mittel, zumindest das Geld dazu. Ich bin sogar am Überlegen, dieses Lagerhaus hier umzufunktionieren. Was soll da rein? Kleidung. Da machen wir das Lagerhaus nämlich woanders hin. Hier vorne. Befehle, bitte nur Kleidung. Zack. So, dann reißen wir dieses Lagerhaus ab. Hier sind jetzt die beiden, die Rüstungen fertigen. Das eine reiße ich noch ab. Die Rüstungsfertigung kommt jetzt hier mit ran. So, wo ist sie? Rüstung, 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 Rüstung. Rüstungsfabrika, da ist sie. Gut. Gleich zwei bauen. Sobald du deine Rüstungsfabrika fertig gemacht hast, deine Rüstung fabriziert, legen wir dich still und dann ist Schluss. Gott, ich mache das mal jetzt schon. Die eine Eisenplatte, die wir hier noch haben, die kann weg. So, und dann bauen wir das Kolosseum. In der Hoffnung, dass es ganz, ganz viel Unterhaltung bringt. Und vor allem haben die Equities jetzt noch mehr Arbeitsplätze und sind zufrieden, so wie es aussieht. Sehr schön. Arbeitslosigkeit ist kein Problem. Ihr wollt ja sowieso keine Arbeit haben. Ihr seid ja die reichen Leute, die gar nicht arbeiten wollen. Wir liefern noch alles aus. Rom würdigt sie als meisterlicher Politiker und Baumeister. Wir müssen uns mehr um den Wohlstand unserer Stadt kümmern. Ja, ist auch das Einzige, worum wir uns noch kümmern müssen, denn immerhin haben wir jetzt ein Kolosseum in der Stadt. Wir haben jetzt ein Ansehen von 100. Also besser geht es wirklich gar nicht mehr. Wie sieht's aus mit der Unterhaltung? Wo ist sie? Da. Unsere Stadt ist nicht die erste Wahl für Einwanderer, die einen angenehmen Ort zum Leben suchen. Gut, die Arena, das könnte noch besser werden. Das Kolosseum ist im Moment nicht aktiv. Woran liegt das? Ach, jetzt ist es aktiv. Hat ein bisschen gedauert. Unsere Stadt ist nicht die erste Wahl für Einwanderer, die einen angenehmen Ort mittelmäßig. Wir sollen noch ein Odeum haben. Möglichst viele Odeen. Wo war denn das andere Odeum? Da vorne, ne? Gut, dann bauen wir mal hier noch irgendwo eins. Ich weiß noch nicht wo. Hier. So, bitteschön. Ich hoffe, die Equities sind jetzt nicht wieder ausgelastet. Nein, sind sie nicht. So, die gehen jetzt überall feiern, sowohl im Kolosseum als auch in der Arena und in den Odeen und im Theater. Überall ist alles schön. Alle freuen sich, alle haben Arbeit, ist auch sehr, sehr wichtig. Es werden weitere Rüstungen benötigt, um ihre Kohorten auszustatten. Ja, da sind wir dran. Wir warten bloß auf Eisen. Wenn ich das richtig sehe, sind hier schon wieder alle voll. Die auch endlich wieder. Und hier haben wir jetzt 5. Also wir können tatsächlich darauf bauen, eine gute Verteidigung zu haben und keine Angst mehr haben zu müssen. Sieht alles super aus. Auch die Plebejer sind überall ausreichend vorhanden. Ihr wollt weitere exotische Waren, die bekommt ihr jetzt. Jetzt, da wir endlich Geld haben, ihr wollt mehr Unterhaltung. Mehr Unterhaltung kann ich euch hier hinten nicht bieten. Das tut mir leid. Ich könnte höchstens nochmal einen Weg hier runter machen und das hier irgendwie miteinander verbinden, aber dafür müsste ich eben auch die Bibliothek abreißen und das will ich nicht. Also habt ihr Pech gehabt, da müsst ihr jetzt durch. Selber schuld, was seid ihr auch in meiner Stadt? Gewürze haben wir noch genug, bis auf Gemüse hat dieser Markt alles, was er braucht. Du hast das Gemüse. Ja, auch schön. Das ist alles soweit okay. Machen wir normales Tempo und kümmern uns jetzt darum, die restlichen Waren einzukaufen, die wir brauchen, Exotikgüter, um die Villen noch weiter auszustatten mit allem drum und dran, was sie brauchen. Gucken wir mal, was gibt es Schönes? Wir können in Latium Parfüm und Kosmetika importieren. Ich
möchte das gerne erst einmal importieren. Ich möchte nicht, dass das jetzt rausgegeben wird. Und ich muss auch gucken, wo es importiert werden kann. Hier, Befehle. Sammel mal bitte nur bis zu 24 ein. Und dann importieren wir bis zu 24 Parfüm. Im Moment haben wir das Geld übrig. Uns geht's gut. Unserer Stadt geht's gut. So, der kauft jetzt wieder Marmor und bringt dafür Parfüm. Pause. Dann brauche ich ein weiteres Lagerhaus, das das Parfüm für uns lagert. Obwohl, warte mal. Ich hatte, glaube ich, in dem anderen Lagerhaus, wo wir die Luxuswaren hatten. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Hier hatten wir das. Befehle. Parfüm. Nee, brauche ich gar nicht, siehste. Klappt doch so. Ja, sehr schön. Da ist noch Schmuck drinne. Ach nee, das sind Waffen. Sollen da Waffen rein? Ja, Tatsache. War nur für Waffen gedacht. Ton- und Töpferwaren waren einfach so mit drin. So, und bei dir kommt der Befehl. Dass nichts außer Kosmetika und Weihrauch mit reinkommt. Und ich glaube, dafür habe ich auch schon Lager gehabt. Ich bin mir nicht sicher, wo. Aber es soll mir auch egal sein. Hauptsache, wir können das irgendwo zwischenlagern. Dann bin ich schon zufrieden. So, das wird weggebracht. Hier ist jetzt wieder Platz, auch für Parfüm. Wir könnten auch schon mal Kosmetik reinholen. Großer Luxus für unsere Villen. Okay, jetzt haben wir auch Kosmetik. Das Lagerhaus läuft gleich los, holt sich die Kosmetik ab. Das ist sehr schön. Wir haben auch kaum noch Geld, weil wir die ganzen Luxuswaren, die exotischen Waren importiert haben. Schön. Parfum ist voll. Jetzt muss ich erstmal rechnen. Wir haben insgesamt 48 Plätze. Ausliefern, Pause. 48 Plätze, davon jeweils so viel, müsste in Ordnung sein. Das sind 24 und 12. Davon die Hälfte ist 18. Also immer 6 pro Strich. 18 plus 18 plus 18. 8 plus 18, 16 plus 18, 2. Warte mal, jetzt bin ich durcheinander. 16, doch 24. 24. Und dann sind das aber nicht ganz so viele, wie ich gedacht hätte. Durch 3 kann man das schlecht teilen. Klar, kann man teilen. Es sind 16. Aber 16 gibt es hier nicht. Es gibt nur 18. Ja gut, muss so. Ist okay. So, schnelles Tempo. Der bringt jetzt nochmal ordentlich was. Das bedeutet, unser Geld geht weiter runter. Oh, das war nicht gut. Es werden weitere Rüstungen benötigt. So, lass mal den Einkauf erstmal sein, bis wir wieder Geld haben. Jetzt haben wir schon mal 16 Kosmetik, 16 Parfum. Und wenn hier dann auch nochmal so 18 oder sowas importiert worden ist, dann ist alles okay. Und du darfst jetzt schon mal Parfum holen. Das werden wir unseren Willen jetzt gestatten. Dass sie Parfum bekommen. Hier ist ordentlich was los. Das Kolosseum wurde mit voller Wasser gepumpt und jetzt müssen die sich da auf dem Boot bekämpfen. Auch nicht schlecht. Ausbildergilde, Wagenlenker. Zirkus. Oh, der Zirkus. Das ist ein riesiges Teil. Das ist das Hippodrom. Eine der größten Arenen, die es damals im alten Rom gab. Riesig, da durften denn Wagenlenker einmal immer im Kreis fahren, so im Kreis war es ja nicht, es war ja mehr eine Ovale. So, Parfum wurde geholt. Offensichtlich lieben die Leute es, zumindest benutzen sie es. Jetzt wollen sie auch noch Justiz haben.
Justiz bekommen sie natürlich mit einem Forum, 200 Denari kostet das Ganze. Und die Frage ist auch, wo stellen wir es hin? Da hier nicht alle Bäume benutzt werden, würde ich es gerne hier so hinhaben wollen, aber es passt irgendwie nicht. Hier hin, ne? Hier ist gut. So leid es mir tut, ihr müsst weg. So, und dann Forum. Das Forum noch anbinden zur Straße. Gut, und damit haben wir die Justiz. Unsere Equities werden wieder benötigt. Wir haben nicht genug. Und die Plebejer freuen sich über die Justiz und entwickeln sich. Ihr wollt noch mehr Unterhaltung. Mehr kann ich euch nicht bieten. Ich werde noch ein Odeum hier irgendwo hinknallen. Ich weiß noch nicht wo, aber das lasse ich mir noch einfallen, wenn wir wieder Geld haben. Das heißt im nächsten Jahr. Puff, puff. Was ist da los? Kein Platz für Waren. Es ist einfach voll. Vollgestopft. Und da läuft einer brennend durch die Gegend. Glaswaren ausliefern. Okay, es werden weitere Rüstungen benötigt, immer noch. Gut, und jetzt kann ich den Verkauf wieder zulassen. Du bist doch das Richtige, ne? Ja. Gut, wieder einkaufen. Habe ich Verkauf gesagt? Ich meinte natürlich Einkauf. So, das läuft alles. Die Türme sind glücklich und zufrieden. Wir haben hier jetzt auch 12 Leute. Sehr schön. Und wenn die immer von derselben Richtung aus kommen, haben wir keine Probleme mehr. Die Türme werden auf alles aufpassen. Bekleidung ist voll. Sehr schön. Theoretisch könnten wir das am Markt auch zulassen. Ich glaube, das haben wir gar nicht zugelassen, ne? Standardwarenmarkt, wo ist der? Da. Doch, haben wir. Unsere Leute sind ja deswegen so groß. Das kommt, weil die Wolle jetzt nicht mehr für unsere Rüstungsfabrika gedacht sind. Immer noch haben wir 12. Aber 12 ist schon sehr gut. Da brauchen wir uns wenigstens keine Sorgen mehr zu machen, dass die hier alles abreißen und uns hassen. Hassen tun sie uns so oder so. Das soll mir auch egal sein, aber es ist nicht schön. Es werden wieder weitere Rüstungen benötigt und natürlich brauche ich auch Geld. Denn das Geld wird knapp. Einkauf wieder stoppen. Kosmetika kann bleiben, denn da haben wir schon alles vollgeknallt. Mehr geht nicht. So, der hat jetzt die letzten Marmorblöcke gekauft. 1335 sind noch übrig. Alles gut bei euch? Entwickelt sich mit Attraktivität, entwickelt sich mit weiteren exotischen Waren. Ja, beides können wir einführen. Ich würde erstmal eine kleine Hecke bauen, um euch die Attraktivität so zwischen der Arena und euch zu gönnen. So, jetzt wollen sie weitere exotische Waren haben, die sollt ihr bekommen. Aber erst, wenn ich wieder Geld habe. So, Einkauf. Ich bin gespannt. Im Moment sind alle sehr gut mit Parfum versorgt, sodass wir nicht ganz so viel davon einkaufen müssen. Wenn wir jetzt nochmal nachkaufen, ist das alles okay. Bacchus erfüllt uns alle wieder mit großem Luxus. Nahrungsmittelbestände sind niedrig. Naja, geht so, geht so. Wir haben noch genug Gemüse, wir haben genug Getreide, wir haben genug Rinder. Das reicht, um uns alle über Wasser zu halten. Und das Forum funktioniert auch. Da sehen wir auch die Wertung jetzt. Wir müssen jetzt also, das ist der, sowas wie der frühere Senat. Mit dem Forum können wir sehen, wie viel arbeitslose Plebejer es gibt, Equities. Sieht alles gut aus. Wir haben 56 Kultur, 100 Sicherheit,
34 Wohlstand, 100 Ansehen und so weiter. Also selbst die Kulturwertung ist schon wunderbar. Wir müssen nur den Wohlstand noch ein bisschen steigern und das tun wir natürlich, indem wir die exotischen Waren ranholen. So, jetzt haben wir noch mal Parfum eingekauft. Und dann geht's los. Im nächsten Jahr werden wir dann auch die Kosmetika bewilligen, dass die hier auf den Markt geführt werden dürfen. Bitteschön. Dann sage ich jetzt nämlich erstmal keinen Einkauf mehr. Die laufen los, holen sich die Kosmetik. Die liegt hier. In Kisten verpackt, oder wie? No, aber hübsche Kisten. Ja, wir haben erst November. Ich kann dir leider nichts mehr anbieten. Es tut mir leid, ich kann dir nichts abnehmen. Im Moment bin ich doch ein bisschen blank. Hier hinten ist schon wieder was los. Alle laufen hin, alle wollen ins Kolosseum. Schade, dass man nicht sieht, wie viele Leute damit befriedigt werden. Die Bauern erkennen darin zähes Werk. Wieder sind die Felder über Nacht gereift. So, im Prinzip fehlt nur noch Weihrauch. Dann haben die Leute alles, was sie wollen. Entwickelt sich mit medizinischer Versorgung. Ich glaube, wir hatten hier in der Nähe sogar ein Krankenhaus. Da ist es. Und wir sollen noch einmal medizinische Versorgung hinhauen. Das mache ich natürlich gerne. Entwickelt sich mit Bildung. Die wollen mich ärgern, ich merke das schon. Ich merke das. Aber dann brauche ich eben noch ein kleines Domo, ansonsten geht mir langsam auch... gehen mir die Equities zur Neige. Und die brauche ich so dringend. Wo könnte ich die noch hinpacken? Da hinten sind sie hässlich. Da wollen sie wieder rum, dass sie nicht hübsch genug wohnen. Ach komm schon. Muss doch funktionieren und hier ist auch überall doof. Ich reiß euch gleich ab, Leute. Geht mir tierisch auf den Senkel. Wir haben im Februar nicht allzu viel Geld, aber ich muss jetzt langsam mal den Einkauf wieder ankurbeln, ansonsten haben wir nachher keine Kosmetika mehr. Parfum kannst du schon mal kaufen. Brauchen wir nicht allzu viel. Und wenn ich das Geld hochgehen sehe, dann können wir auch Kosmetika dazu holen. Sehr schön. So, jetzt die Kosmetika. Die Cosmi. Entwickelt sich mit Bildung. Ihr wollt weiter Unterhaltung haben. Ja, ihr habt ganz schön Pech gehabt. Bildung. Ich könnte noch eine Schule bauen. Wo ist denn die andere Schule eigentlich? Die war hier vorne irgendwo, ne? Tja, keine Ahnung. Die ist weg. Gibt keine Schulen. Wir sind alle dumm. So, die Entwicklung steigt. Und dann bin ich gespannt, was daraus wird. So, dann knalle ich hier, glaube ich, noch ein Odeum hin, obwohl wir haben ja hier jetzt noch eins hingebaut, oder? Reicht das nicht? Wollt ihr die Unterhaltung woanders haben? Ja, na dann muss ich die da wohl hinbauen. Kein Platz für Waren. Gut, dann reißen wir die Töpferfabrika ab. Brauchen eh nicht so viele. Und bauen hier ein Odeum hin. Entwickelt sich mit Unterhaltung. Ist das nicht genug Unterhaltung? Ihr habt hier eine Arena. Ihr habt da das Odeum. Na gut, ich meine, die Verbindung ist ziemlich doof. Aber ich kann auch einfach mal die mittlere Statue woanders hinsetzen und überhaupt irgendwo was anderes hinsetzen. Großer Busch. So, bitteschön. Alles hübsch. Und dann nehmen wir einfach mal einen Weg. Und ziehen den hier so hin. Klappt nicht. Muss ich nur einen Busch klauen.
Die sind nicht ganz so glücklich, die haben nichts zu essen. Ja, Pech. So, Plätze, Stufe 3. Gut, dass jetzt gerade Pause ist. Ausliefern. So. Jetzt entwickelt die sich endlich. Zeres Wohlwollen ist ja schön. Das hätte auch schon früher stattfinden können. Stufe 3. Okay. Genügend Geld müssten wir jetzt mittlerweile haben. Beide entwickeln sich. Endlich. So, die entwickeln sich mit weiterer Attraktivität. Ist ja noch nicht attraktiv genug hier. Marmor, bitteschön. Oh. Der Vertrag wurde besiegelt. Jetzt liegt Pergamums Schicksal in den Händen Roms. Der Senat ist von ihrer Leistung hier höchst angetan. Wir haben es geschafft, wir haben die 40 Wohlwollen erreicht, weil wir die Willen dazu gebracht haben, sich zu entwickeln. Und die Beliebtheit ist perfekt. Sehr schön. Persönliche Mittel 840, Stadtkasse 738, das ist das, womit wir abgeschlossen haben. Das heißt, 840 nehmen wir mit in die nächste Runde und können das entweder der nächsten Stadt spenden oder aber dafür einsetzen, schon mal am Anfang ein paar Geschenke an Caesar rauszuschicken. Vielen Dank, wir sehen uns also in der nächsten Mission, entweder Narona oder Emerita Augusta. Narona, das bisherige Gelände, wird eine echte Herausforderung sein, wenn sie Illyricum, Wohlstand und Handel bringen wollen. Und Emerita Augusta, zerschlagen sie die letzten Überreste des Widerstandes in Hispania. Okay. Krieg will ich nicht, also machen wir Narona. Wir wollen eine richtige Herausforderung und die werden wir im nächsten Part starten. Danke fürs Ansehen und bis gleich.